Herzlich willkommen zu Deutsch bei Jolie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Heute habe ich einen VIP-Gast. Guten Abend. Guten Abend, Kindbert. Ja. Kannst du dich vorstellen? Wer bist du? Mein Name ist Bastian und ich versuche deiner Ankündigung des VIP-Gastes irgendwie gerecht zu werden. Ich bin knappe 40 Jahre alt und ich habe vor circa 3 Jahren den Kurs Sprechpraxis und Stimmbildung gegründet. Der heißt jetzt auch effektiv sprechen, also darum, worum es geht. Es geht um die Aussprache, es geht um die Betonung, es geht auch im Rande um die Stimmführung, also alle Dinge, die Teilnehmer wirklich brauchen, um sich hier in Deutschland langfristig zu bewähren. Ja, ich habe auch Hobbys, wenn du die noch wissen möchtest. ich gehe ganz gerne wandern, ich mache auch Sport. Ansonsten schaue ich sehr gerne Filme und höre sehr, sehr gerne Musik, gute Musik. Konzert? Ich gehe auch dann wann zu Konzerten. Das ist in letzter Zeit irgendwie weniger geworden. Aber ich gehe auch mal zu Konzerten, ja. Das ist sehr gut. Kannst du mir über dein Projekt erzählen? Was ist das? Also wie ich schon gesagt habe, geht es bei meinem Projekt um die Aussprache, um die Betonung und um die Stimmführung. Ja, das sind 3 Dinge, die natürlich die Teilnehmer, die sich rekrutieren aus Asylbewerbern, aus Flüchtlingen, aus Migranten, extrem wichtigerweise einfach brauchen in Deutschland. Ja, ich gehe dabei vor in meinem Projekt mit der Methode HAI. Es ist vielleicht nicht jedem bekannt, es gibt ein kleines Werk, das ist dieses hier, für will ich keine Werbung machen. Das Buch heißt Der kleine Hai, da stehen ganz viele lustige Gedichte drin, die sind vielleicht weniger lustig als tatsächlich hilfreich, nämlich für jeden Vokal, für jeden Laut gibt es bestimmte Gedichte, die zu sprechen sind. Also man kann also bestimmte Laute isoliert betrachten und das kommt den Teilnehmern sehr entgegen. Dabei soll insbesondere der Siebsche Standard, das ist im Kern das Hochdeutsche, erreicht werden. Und ja, das ist im Endeffekt mein Kursprojekt. Und ich besuche diesen Kurs seit einem Jahr. Ich werde gerne dich fragen, warum die Atmung ist wichtig. Die Atmung ist vor allem entscheidend, um gewisse Dinge mit seiner Stimme zu machen, wie eine Höhe zu erreichen oder eine Tiefe zu erreichen. Also die Höhe ist nicht so sehr vorteilhaft, wenn man eine hohe Höhe mit seiner Stimme erreichen kann. Es ist ja in allem Munde auch zum Beispiel ein Gesang. Thomas Anders von Modern Talking meinetwegen kann eine extrem gute Kopfstimme. Das mag zwar sein, dass in der Musik teilweise auch Kopfstimmen gut ankommen, aber beim alltäglichen Sprechen in Deutschland ist es wenig vorteilhaft. In Deutschland kommt am besten an eben eine sehr tiefe Stimme und eine sehr tiefe Stimme kommt aus einer Abdominalatmung entsprungen. Ja, ich rate meinen Teilnehmern dazu, den Atem nicht nur in die Kehle, nicht nur in die Brustwarte zu laden, sondern bis in den Bauchraum. Und dann kann man schon eine extreme Variation der Stimme erreichen Richtung Tiefe. Einatmen Bauch ist dick, ausatmen ist dünn. Ja, so ist es. Das sage ich meinen Teilnehmern auch immer. Wobei vor allem die weiblichen Teilnehmer mit dem Prinzip dick etwas Probleme haben, wenn ich einem weiblichen Teilnehmer, also einer Teilnehmerin sage, sie sei dick oder ihr Bauch solle dick werden, dann sträuben sich teilweise einige dabei. Aber es ist richtig, so der Bauch voll ist mit Luft, ne?
dann wird er natürlich etwas erhabener, sage ich einmal. Das ist, glaube ich, eine vorteilhafte Sprechweise gegenüber Dick. Er wird erhabener und lässt sich ganz deutlich fühlen, dass die Luft in ihm innewohnt. Okay. Und kannst du mir Tipps geben, wie man Deutsch sprechen kann? Deutsch lernt man höchstwahrscheinlich immer in Kontakt mit Deutschen, also mit Einheimischen. Man geht zum Beispiel in ein Café und nimmt sich vor, ich möchte mindestens 2 Leute ansprechen. Das Prinzip ist dabei, dass man selbst in die Offensive geht und Deutsche selbst, besonders in dieser Region hier, gehen selbst weniger in die Offensive. Also man muss schon selber initiativ werden und muss diese Leute anquatschen. Und dabei, wenn man mit anderen Leuten redet, tut man auch sehr viel dabei für die Stimmführung und allgemein, man prägt sich sehr viel ein, wie die deutsche Sprache auszusprechen ist natürlich. Man hört den anderen und dadurch kommt sehr viel zustande. Deutsch kann man natürlich auch auf anderen Wege lernen. Es gibt in Kiel, hier wo wir sind, auch sehr gute Tandem-Projekte, die kann man in Anspruch nehmen. Also man bekommt einen deutschen Teilnehmer zugewiesen, mit dem man eben verschiedene Freizeitaktivitäten durchführt. Nur man müsste vielleicht diesem Deutschen auch sagen, dass man selbst möchte, dass er einen selbst korrigiert. Das machen die wenigsten Deutschen auch gerne, aber das ist sehr wichtig, vor allem wenn man die Sprache nicht 100% kann. Wenn man korrigiert wird, vor allem in meinen Kursen ist es ja standardmäßig der Fall, dass man korrigiert wird, dann kann man sich auch verbessern. Dann lernt man, was richtig, was falsch ist. Und viele Leute haben Probleme mit Aussprache. Dann kann man immer üben. Alle am Anfang ist immer schwer, ne? Anfang ist schwer. Ja, ich wohne seit mehr als 5 Jahren in Kiel und ich habe 2 Jahre an der Volkshochschule in Kiel Deutsch gelernt und ich habe 2 Jahre an der Christian Ambrich Universität Deutsch gelernt. Vor 4 Jahren habe ich sehr wenig gesprochen und geredet. Seit ich hier lerne, fühle ich mich sehr gut und ich habe genug Selbstvertrauen, um Deutsch zu sprechen. Da ist egal, ob es richtig oder falsch ist. Was fühlst du dich über mich am Anfang und jetzt? Ja, Kindbett, ich habe dich kennengelernt vor über einem Jahr im Sommer. Ich erinnere mich noch, da war gerade Fußball-WM und wir haben uns in einem Café getroffen. Du warst noch sehr schweigsam, hast versucht, so im Einzelnen die Buchstaben voneinander zu reihen, die richtige Reihenfolge. Ja, und mittlerweile kann man wirklich merken, dass du, wie gesagt, Selbstvertrauen dazu gewonnen hast, auch eine gewisse Präsenz, die dir hier in deiner Show natürlich sehr zugutekommt, auch gewonnen hast. Ansonsten kann man sagen, dass du auch sehr viel besser geworden bist, was nun bestimmte sprachliche Feinheiten angeht. Mit den Vokalen warst du meines Erachtens nach nicht so besonders schlecht. Dann und wann gibt es mal einen kleinen Verwechsler bei den Umlauten, ob das nur Umlaut ist so ein klassischer Vokal, O oder Ö zum Beispiel, aber da bist du schon inzwischen sehr versiert, ja, das haben wir sehr gut hingekriegt. Was noch ein kleines Problem ist, ist die Aneinanderreihung von mehreren Konsonanten. Ja. Das klappt noch nicht so ganz. Das werden wir aber in der kommenden Zeit noch uns mal zur Brust nehmen und ich hoffe, dass du dadurch sehr wohl profitieren kannst. Ja, in Thailand sprechen wir ganz anders als hier. Ich habe Probleme mit R, S-A, Ich habe Probleme und W,
wann, wenn. Ich habe immer Englisch geredet und vielen verschiedenen. Dann versuche ich, ich muss viel lernen, dann kann ich in der Zukunft verbessern. Und wer kann deinen Kurs besuchen? Ja, ich wollte nochmal voranstellen, mit dem R bist du nicht so besonders schlecht. Das kannst du schon sehr gut, dass du zum Beispiel das R mehr anrollen kannst, wie das zum Beispiel Engländer nicht machen. Aber man merkt natürlich bei dir, du hast zuerst Englisch gelernt und dann hast du Deutsch gelernt. Und das kommt den meisten Teilnehmern nicht besonders zugute. Durch das Englische hat man eher so Schwurbellaute, sage ich mal. Das W in what oder why, das funktioniert ganz anders wie im Deutschen. Da ist das W etwas schärfer. Und da kommen wir aber auch mit Sicherheit noch hin, dass du es besser beherrschst. Welche Teilnehmer sind bei mir willkommen? Das wolltest du wissen? Okay, ja, bei mir ist natürlich die klassische Zielgruppe immer willkommen. Das sind Flüchtlinge, Asylbewerber und Migranten. Können nach herzenslos kommen, es wird auch nichts verlangt, also es ist kostenfrei, die Teilnehmer bei mir. Und der Kurs findet zweimal die Woche statt, einmal die Woche, da wo wir jetzt gerade auch sitzen, nämlich in der Raum, findet zwischen 17 und 19 Uhr statt und genauso zwischen 17 und 19 Uhr, nur am Montag, findet dieser Kurs auch im Zeig statt. Das befindet sich in der Elisabethstraße. Momentan sind wir jetzt, also dieser Ort namens Dein Raum befindet sich in der Kirchstraße oder Kirchweg 22. Ich habe das nie so genau gelernt, aber 22. Genau. Also ihr werdet es finden. Und haben deine Teilnehmer bestimmte Berufe? Wie wir es herausgefunden haben, haben tatsächlich die meisten Teilnehmer bei mir, aber das ist natürlich keine Grundvoraussetzung, medizinische Berufe. Wir haben Ärzte, wir haben Arzthelferinnen, wir haben Leute, die im Pflegeheim arbeiten. Also es ist irgendwie sehr lustig, dass diese Branche bei mir wirklich gesammelt ist. Selbst Kindpferd, naja, ob man das medizinischen Beruf nennen soll, sie macht medizinische Fußpflege und ist eben auch vertreten bei uns. Also Für mich habe ich viele Sachen gemacht. Ja, Kimper, du machst extrem viele Dinge. Da bin ich auch voller Bewunderung. Da bin ich auch voller Bewunderung, wie sich schon in deinem initialen ersten Video hier gezeigt hat. Machst du so viele Dinge. Also mein Mitbewohner hat gefragt, woher nimmst du die Zeit dafür? Ich bin jeden Tag um 3 Uhr aufgestanden. Ja, das habe ich gehört. Das halte ich für ähnlich bewundernswert, aber in meinem Fall nicht unbedingt für nachahmenswert. Ich stehe nicht um 3 Uhr morgens auf. Aber ich habe um 21 Uhr geschlafen. Ich denke nur an mich selbst, zum Beispiel ich treibe Sport, ich denke nur positiv und ich mache alles positiv, dann kann ich viele verschiedene machen, vielleicht von unserer Kultur. Wir sind gewöhnt, dass wir 7 Tage ohne Pause gearbeitet haben. Ja, positives Denken ist auch nur zu empfehlen, gerade dabei, wenn man Deutsch lernt. Man sollte sich einfach nicht in seine eigenen vier Wände hier in Deutschland irgendwie verziehen und sollte auf der Couch sitzen bleiben. Also darum sage ich ja, geht raus und macht irgendwas. Geht in Cafés, geht in Diskotheken und lernt Einheimische kennen, nicht nur Einheimische. Ihr könnt natürlich auch flüchtige Migranten und Asylbewerber eben kennenlernen. Und ihr könnt auch Urlauber kennenlernen. Lernt alles kennen, was die Welt zu bieten hat da draußen. Ja, und er denkt, positiv ist immer wichtig. Dankeschön für das Gespräch heute. Ja, nichts zu danken, liebe Kindpads, und noch viel Erfolg mit deiner Sendung. Dankeschön.